Air Berlin ist insolvent. Für die Fluggesellschaft und vor allem für die ganzen Mitarbeiter der Airline muss jetzt eine Lösung gefunden werden. Die Frage ist nur, wie könnte diese Lösung aussehen? Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wer sich so ein bisschen für das Thema Air Berlin interessiert, kam in den letzten Tagen nicht um Dutzende Meldungen herum. Und in diesem Video versuchen wir das Ganze mal so ein bisschen zu sortieren. Und dann freue ich mich vor allem auf die Kommentare von euch zu dem Thema. Am letzten Dienstag kam die Nachricht, Air Berlin sei insolvent. Etihad möchte die zweitgrößte deutsche Fluggesellschaft nicht mehr finanziell unterstützen. Und soweit sind wir. Aber die Frage ist nun, was wird denn nun aus der Fluggesellschaft mit über 100 Flugzeugen, von denen zwar keins Air Berlin wirklich gehört, sondern die Dinger sind alle nur geleased. Aber was wird denn nun aus den Dingern und was wird vor allem aus den über 8000 Mitarbeitern, die die Fluggesellschaft hat? Die Airline wird, so sieht es zumindest zum jetzigen Zeitpunkt aus, auf jeden Fall zerschlagen. Das heißt, niemand kann die Air Berlin komplett übernehmen, auch nicht die Lufthansa. Aus kartellrechtlichen Gründen dürfte die Lufthansa Group, selbst wenn sie wollte, Air Berlin nicht als Ganzes übernehmen. Kartell- und wettbewerbsrechtlich ist das gar nicht möglich. So heißt es zumindest. Das heißt, die Lufthansa Group kann Air Berlin nicht vollständig übernehmen, weil man sonst relativ schnell eines im deutschen Luftverkehr vermissen wird, nämlich den Wettbewerb untereinander. Aber mal im Ernst, wäre das denn so dramatisch, wie sich das Ganze gerade anhört? Denn keine Frage, Lufthansa würde auf einigen, vor allem innereuropäischen Strecken, zum Beispiel auch nach Palma, ihren Marktanteil ganz deutlich steigern können. Laut einer Studie des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, zum Beispiel allein auf der Strecke nach Palma von 25 auf ungefähr 75%. Aber der eigentliche Wettbewerbsdruck, um den man jetzt Angst hat, der kommt doch gar nicht mehr unbedingt von Fluggesellschaften aus Deutschland, sondern vielmehr aus dem Ausland, oder nicht? Und Eurowings würde dann doch Airlines wie Ryanair direkt gegenüberstehen. Also eine Komplettübernahme durch die Lufthansa ist schon mal nicht möglich, da man durch den dann fehlenden Wettbewerb in Deutschland mangelnde Innovation und unattraktive Produkte fürchtet. Ein Leid, was ja letztendlich der Kunde der Fluggesellschaft ausbaden müsste. Auf der anderen Seite steht die deutsche Politik. Verkehrsminister Dobrindt wünscht sich einen deutschen Champion im internationalen Luftverkehr. Was sich sehr danach anhört, als wolle er zumindest einen Großteil der ehemaligen Air Berlin jetzt in der Lufthansa Group sehen. Was ja eigentlich auch schon wieder nachvollziehbar ist. Wie genau da jetzt entschieden wird, das werden die Verhandlungen in den nächsten Tagen zeigen. Die laufen ja mittlerweile schon wieder ein bisschen. Da stecken wir wahrscheinlich nicht drin, ich noch am wenigsten. Vielmehr würde mich da mal interessieren, was sich die Mitarbeiter der Air Berlin für sich und für ihre Fluggesellschaft wünschen. Fakt ist aber, eine Monopolstellung der Lufthansa wäre schlecht. Auf der anderen Seite ist aber eine starke Lufthansa Group im internationalen Wettbewerb ja auch wieder wünschenswert. Also versteht ihr, was ich sagen wollte? Da muss man so einen gewissen Kompromiss finden. Höchstwahrscheinlich ist also, dass die Lufthansa Group einen großen Teil der Air Berlin übernehmen wird, sprich Flugzeuge und auch Personal. Und ein weiterer Teil der Air Berlin muss an mindestens einen weiteren Partner gehen. Im Gespräch ist da unter anderem EasyJet, die sich wohl vor allem für die Slots von Air Berlin zum Beispiel nach Palma interessieren. Oder auch TUI, Fly und Condor. Aber da könnte man nur spekulieren, deswegen schauen wir da einfach mal, was draus wird. In den Nachrichten hörte man allerdings nun mittlerweile von einer weiteren Partei, die dazugekommen ist, und zwar der Unternehmer Hans-Rudolf Röhrl. Der interessiert sich für die Air Berlin. Viele fragen sich wahrscheinlich, wer ist denn das? Der Typ gilt als einer der reichsten Männer Deutschlands und hat seine Finger und vor allem sein Geld schon seit einigen Jahren in der Fliegerei, unter anderem auch bei LTU. Also er hatte sein Geld bei LTU, denn die wurde ja im August 2007 von Air Berlin damals komplett übernommen. Und jetzt interessiert er sich wohl für die Air Berlin Gruppe und möchte diese als Ganzes kaufen und als Ganzes erhalten. Klingt erstmal toll, aber ob das am Ende jetzt so eine wirklich gute Idee wäre, wer weiß. Die deutsche Regierung hält das zumindest für keine gute Idee und wahrscheinlich auch unter anderem aus dem Grund stänkert der Unternehmer ähnlich wie Ryanair und spricht von einer arrangierten Insolvenz, um die Air Berlin letztendlich zur Lufthansa zu machen und diese zu stärken. Naja, letztendlich entscheiden das wohl viele wichtige Leute in den nächsten Tagen, was aus der Air Berlin wird. Und wenn Lufthansa dann einen großen Teil von Air Berlin übernimmt, dann sicherlich nur unter strengen Auflagen, um den Wettbewerb innerhalb Deutschlands zu erhalten. Denn auf vielen innerdeutschen Strecken würde Eurowings dann eigentlich komplett alleine dastehen. Also mal schauen, was draus wird. Ich versuche euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden zu halten. Dazu stand in den letzten Tagen in der Zeitung, dass das Meilen sammeln, Meilen einlösen und hier und da sein Geld zurückfordern bei Air Berlin wohl zurzeit auch nicht funktioniert. Da wird es dann hoffentlich nach den Verhandlungen noch eine Lösung geben, weil das ist für viele treue Air Berlin-Kunden echt ein Schlag ins Gesicht, wenn die mit ihren Meilen einfach nichts mehr anfangen können. Und die Jobs des fliegenden Personals bei Air Berlin sind wohl nach einigen Aussagen relativ sicher. Die Frage ist nur, wo? Letztendlich bleibt wahrscheinlich nur noch zu sagen, dass das Ganze hoffentlich zügig und glimpflich für die Mitarbeiter über die Bühne gebracht wird und dass die dort einen Job finden, wo sie ihn verdient haben und wo sie ihn auch haben möchten. Und dann wird dieses Unternehmen, was teilweise sehr, sehr stolze Zeiten erlebt hat, wohl bald vom Markt verschwunden sein. Aber letztendlich ist das auch nur die freie Marktwirtschaft. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Ganze hat das Thema Air Berlin so ein bisschen sortiert. Ich freue mich, wie gesagt, sehr auf eure Kommentare zu dem Thema. Ihr diskutiert da immer sehr, sehr angeregt. Das freut mich. Und ansonsten lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal.